Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Wölfchen, bleib hier. Komm zurück. Dankeschön. Mit einem frisch erlegten Wolf. Na? Dann haben wir auch wieder ein bisschen Fleisch. So, das kommt jetzt hier alles mal rein. Dann können wir schon mal ein bisschen Platz schaffen hier. Wir haben ja irgendwie die Taschen voll mit Zeug. Für nix und wieder nix. Essen könnte ich nix, aber trinken könnte ich was. Habe ich sonst noch irgendwas da drüben, was stacken könnte? Nö. Spontan nicht. Dann Knüppel raus. Auf das Minibike. Und nochmal wieder straight zurück. Hui! Für Leute, die der Höhe nicht ganz dazu getan sind, ist das irgendwie sehr unangenehm, so dieses über den Abgrund fahren. Aber gut. Fliegen komischerweise ist bei mir aber überhaupt kein Problem. Also Flugzeug, also in großen Flugzeugen, scheiße. In großen Flugzeugen überhaupt kein Thema, aber so... Fertigen. Ja, dann machst du halt so ran. Mir doch egal. Ich möchte einfach nur reingucken. Wahrscheinlich kann ich damit jetzt erstmal nichts anfangen, weil ich dafür ein Reparaturkit brauche, das ich natürlich traritrara nicht am Mann habe. Willst du mal bitte. Obwohl, nö, soweit sieht ja erstmal, sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Ach ne, ich muss ja einfach nur drauf und dann hier so ein bisschen Kram loswerden zumindest. So, wissen wir also auch, hier ist immer noch Wasser. Super. Ganz großes Kino, Leute, aber ich glaube, ich war da jetzt eigentlich, was das angeht, relativ entspannt. Funktioniert ja alles. Also es hat ja so hingehauen, wie es hinhauen sollte. Alles wegtanken, sehr gut. Die Tokens. Warum stecke ich die nicht gleich? Da ich jetzt nicht mehr einkaufen gehen möchte beim Händler, packe ich die jetzt einfach mal ins Minibike. So, die Woodframes kommen wieder hier unten rein. Den Honig packe ich darüber. Die Kartoffel meinetwegen. Noch mehr Tokens. Ja, ich weiß, macht keinen Sinn, aber ich mache es trotzdem so. Die Verschlusshülsen. Warum ist mir denn jetzt hier so kalt? Hier ist doch gar nichts. Also im Sinne von, hier ist doch gar nichts. Warum es so kalt sein könnte. Was habe ich denn hier eigentlich? Schnee. Schnee ist immer gut. Und das können wir hier reinpacken. Dann noch die ominösen Dosen. Und dann können wir nämlich demnächst... wenn wir nochmal Tiere zerlegen, haben wir einfach den ganzen Kram am Mann. So, in welche Richtung wollte ich? Nach da hinten. Gucken wir mal. Fahren wir jetzt erstmal nach da. Damit ich hier nicht in die nächste Pfütze fahre. Das war ja wenigstens noch halbwegs lösbar, das Problem jetzt gerade. Aber es ist auch geil, wenn du auf diese Wasseroberfläche zufährst, man sie sieht, realisiert scheiße Wasser und du aber just in dem Moment auch weißt, vorbei, ich kann nicht mehr bremsen, vergiss es, das wird nichts. Ganz blödes Gefühl. Was war das denn?
Ein Leuchti. Hallo, Mr. Leuchti. Tschüss, Bär. Tschüss, Leuchti. Das, nee. Das sind aber unangenehme Zeitgenossen. Ich dachte mir noch so, ja, legst du dich jetzt einfach mal mit einem Leuchter an. Das wird schon irgendwie gut gehen. Nö. Nicht, wenn da noch ein Bär dazukommt. Ich glaube, es war ein Zombie-Bär, wenn ich mich nicht irre. Lass das. Wo ich schon mal hier bin, möchte ich, glaube ich, noch mal eben ein bisschen Sprit mitnehmen. Weil ich habe, glaube ich, irgendwie so gar keins mehr. Gar keins, gar kein, keinen Sprit. Hm. Keine Behälter mit Sprit mehr. Da liegt doch einer rum. Da lag doch eine rum. Ja, ich könnte jetzt noch die Autos auseinandernehmen. Weiß ich aber nicht, ob ich das um diese Uhrzeit möchte. So. Hier bin ich jetzt und ich wollte eigentlich ja hier unten runter. Auch toll, wenn man eigentlich den Wegpunkt setzen will, aus der Karte rausspringt und dann abdrückt. Jo, dann, ja. Dann mal querfeldein hier. Möge das Glück mit uns sein. Zeit, einen Schluck zu trinken. Also Wasser scheint hier erstmal keins zu kommen. Das ist ja soweit schon mal sehr gut. Dafür ist da oben wohl scheinbar eine relativ, Mann, hohe Anhöhe. Und irgendwie baut sich das Terrain hier auch nicht ganz so flott auf, wie ich das gerne hätte. Schaffen wir das hier so problemlos rauf? Oh. Was zum Henker? Da drüben muss doch irgendwas sein. Wir tasten uns da jetzt mal sehr langsam ran. Ich glaube, ich möchte jetzt hier, wenn wir einfach mal so ein bisschen am Berg entlang fahren und jetzt nicht mit Vollgas hier links runterbrettern. Wahrscheinlich ist da nur irgendwas total Unspektakuläres, aber wenn wir da nicht näher ranfahren, dann wissen wir es nicht. Und so wie es aussieht, ist da nix oder was ist das? Neues Feature, Hoppeln.
Hier wird wahrscheinlich einfach nur wieder so ein... Ja, hier ist einfach nur wieder so ein... Ja. So, in welche Richtung muss ich jetzt? Ja. Toll. Hier sind auf jeden Fall viele Autos. Also wenn wir nochmal Autos brauchen, dann können wir hier gut hinfahren, glaube ich. Jetzt muss ich hier erstmal wieder irgendwie hochkommen. Ohne ständig überall hängen zu bleiben. Na los, komme ich hier überhaupt jemals wieder hoch? Ja, doch, irgendwie scheint das zu funktionieren, um dann gleich wieder den nächsten Abhang zu finden. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt möchte ich hier aber nochmal kurz so ein bisschen langfahren. Am Berg entlang, damit ich das so auf der Karte drauf habe. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal wieder eine Straße entdeckt, das finde ich gut. Das haben wir ja gesucht. Eine Straße. So, zack. Und der Straße folge ich jetzt einfach auch mal nach unten. Ich glaube, die möchte ich jetzt tatsächlich einfach vorbeiziehen lassen. Es tut mir jetzt leid, aber irgendwie... Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe es nur nicht gesagt. Ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass eine Wanderhorde kommt, weil wir schon länger keine mehr hatten. Also hätte da ja unbedingt eine kommen müssen. Und irgendwie war mir auch klar, dass ich dann die Arschkarte habe, dass sie des Nachts auf mich treffen wird. Und von daher dachte ich mir, lassen wir sie einfach mal ziehen. Oh, morgen... Abend kommt auch schon die Horde. Kenne ich diese Stadt da hinten schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, und ja, der Weg ist der richtige scheinbar. Na. Ach, immer dieses Geknattere. Nee. Lass mal gut sein, Geier. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Mich mit dir auseinanderzusetzen, du. Du Vogel. Ha. So viel zerstörtes Biom hier. Da haben wir ja tatsächlich Glück, dass wir doch noch einen relativ großen Haufen nicht zerstörtes Biom haben. Weil wenn ich mir vorstelle, wir wären hier hinten in der Ecke irgendwo gespawnt. Habe ich jetzt noch Papier am Mann oder habe ich das, Papier, sage ich schon, Stoff? Nee, ne? Was kommt denn raus, wenn ich die Müllsäcke kaputt mache? Nix. Nee, dann komme ich, glaube ich, so einfach gerade nicht an Stoff. Dann behalten wir das im Hinterkopf und können wir jetzt einfach mal gucken, vielleicht hat die da mehr Stoff dabei. Die ist ja auch noch feral. Ja. Nee, sie hat nur weiteren Kleber dabei. Okay, dann gut. Danke fürs Gespräch. Was? Ist das denn hier für eine Sprungschanze, bitteschön?
Nee, da möchte ich jetzt erstmal hier. Na, sieht erstmal noch gut aus. Auch kein Stoff dabei. Die macht doch da hinten. Ist doch irgendwann. Ist doch Schicht im Schacht. Natürlich, die fällt da einfach nur runter, dann scheinbar oder sowas. Nee, da muss ich schon so gucken. Gut, wir haben die Straße gefunden, auf die ich drauf wollte. Aber nichtsdestoweniger ist es nicht so, wie ich es wollte. Also müssen wir hier tatsächlich irgendwie nochmal ein Stück zurückfahren und dann außen rum, damit wir hier wieder auf die Straße drauf kommen. Und möchte dann, glaube ich, hier unten einfach mal abbiegen. Sofort Rückwärtsgang. Das geht ja so gar nicht, Leute. Wie der auch sofort aufhört zu rollen, wenn ich kein Gas mehr gebe. Es ist merkwürdig. Vorwärts rollt er, nur rückwärts nicht. So, schon ist auch morgen hier. Das heißt, diese... Nervlich. Das heißt, diese Spitze, die wir hier ja schon kennen, ja. Ne, mit der Axt kann man nicht zoomen. Diese Spitze hier, das ist die Straße. Also echt mal, Leute, Funpimps. Gut, aber damit haben wir dann den Weg hier oben aufgedeckt, wissen, dass es dann hier hingeht. Diese Straße könnte dann tatsächlich wiederum zu einer weiteren Stadt führen, die hier mittendrin liegt, oder einfach nur hier oben dran. Also das wäre was, was ich gerne bei Zeiten auch nochmal in Erfahrung bringen würde. Aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich, glaube ich, einfach nur Richtung... Wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Richtung nach Hause. Ja, dann lauf doch ins Wasser. Achso, du. Was bist du denn so flott unterwegs, Junge? Jetzt auch nicht mehr, ne? Ne, Geier, nicht mit mir. Alter, wie viel Schuss muss man denn in den reinballern, damit das funktioniert? Na endlich. So. Ja, dann war das das. Irgendwo haben wir einen illustren Wegpunkt, dem wir jetzt mal spontan folgen werden. Und dazu müssen wir hier wieder irgendwie rauf. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Na, los, hier, hopp, komm, fahr. Fahr doch mal nach oben, Junge. Stück für Stück. Jetzt müssten wir hier hochkommen, ja. Genau so wollte ich das. Einfach hier querfeld ein. Und zack, schon sind wir nicht mehr im zerstörten Biom. Auch schön. Du bist überhitzt. Warum mache ich denn sowas? Dann doch mal rein in den Poncho. Der Sonnenaufgang. Sehr schön. Aber jetzt hier nicht mit Sentimentalitäten aufhalten. So, hier ist wieder Straße.
Vorsicht, Wasser. Obacht. So, jetzt habe ich den Wegpunkt hinter mir gelassen. Das heißt, wir setzen uns mal den neuen. Weil es ja darum geht, hier gegen Steine zu fahren. Erfolgreich, wie ihr seht. Nee, so ein bisschen auch die Karte hier so weit aufzudecken, dass wir einfach wissen, wo ist hier Wasser, wo ist hier keins, wo kann man langfahren, wo nicht und sowas. Das ist jetzt, wenn wir hier schon mal unterwegs sind, irgendwie gerne das, was ich mal so gucken wollte. So. Sehr schön, da geht es dann weiter runter. Das heißt, wir können jetzt den Wegpunkt jetzt hier nochmal so setzen. Ja, ja, ist gut. Timer ist abgelaufen. Sagt die Uhr. Och Mensch. Bäume, ey. Ist es denn die Möglichkeit? So, auch hier. Wasser, Wasser, Wasser. Das soll übrigens auch nochmal überarbeitet worden sein in der Alpha 17. Also sehr viel geilere Wassertexturen, die wirklich eine Transparenz zulassen, dass man da durchgucken kann, dass man auf den Grund gucken kann, natürlich je nachdem, wie tief das Ganze ist. Ne? So, das soll es tatsächlich dann auch geben. Das finde ich sehr schön. Das sah auch sehr gut aus. Hoffen wir mal nur nicht, dass das sehr leistungshungrig ist, weil Wasser und Feuer, das sind ja immer die zwei Komponenten, die unheimlich viel Ressourcen brauchen, aufgrund von Reflexionen, Spiegelungen und sowas. Und danach kommen meistens dann irgendwie so Gräser, Bäume und so ein Krams, einfach weil man da unheimlich viele Einzelteile und Kleinteile generieren muss. Oh. Wie macht der eklige Geräusche? Brich mir nicht das Bein. Ja. Da drin im Haus noch los, Alter. Wie lange lebst du denn? Da habe ich schon mein gebrochenes Bein. Na super. Und der Penner lebt immer noch. Echt mal. Und ich habe nur noch 5 Schuss. Geilomat. Toll, Schuhe. Ey. Ey, nein, 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 nein. Meine letzte Heilbandage. Da wir Duct Tape hier in diesem wunderschönen Motorrad drin haben, nehme ich jetzt erstmal hier Essen. So. Dann haben wir nämlich die Dingens beseitigt. Wir... Oh. Ich hoffe, das war jetzt nicht der... Nein, war nicht. Ah, komm, ein paar Federn. Hm. Wir hätten auch Antibiotika gehabt.
Gut, ich möchte jetzt gerne einfach erstmal einen Splint herstellen, verflucht. Hier, Splint. Schiene. Was brauche ich dafür? Stoff. Verdammt. Gut, dann heißt es jetzt einfach mal ins Häuschen rein und gucken und hoffen, dass wir hier irgendwo Stoff finden. Aber das sollte... Oh, was machst du hier? Das sollte eigentlich kein Problem sein, was Stoff angeht. Der hier ist raus. Hier oben könnte sich jetzt noch irgendjemand verirrt haben. Ne, hier ist keiner mehr. Gut, dann gucken wir doch mal hier rein. Das zerlege ich jetzt einfach mal. Schmeiß das da weg. Und auch die schwarze Shorts zerlege ich. Dann habe ich, ich möchte gerne in das Menü. Kann mir eine Schiene herstellen und diese stumpf benutzen. Wunderbar. So, da ist also nichts mehr drin. Das Bett, boah, nee. Nehmen wir das Geld nochmal mit. Nee, wenn dann hier. Das Moldi-Brett. Mann. Die zerlege ich. Das zerlege ich auch und dann nehme ich mir lieber die 12 Dingens mit. Ist doch nicht die Möglichkeit. Da fällt mir gerade überhaupt nichts mehr zu ein, so null, gar nichts. So, die eine Kartoffel, da möchte ich jetzt gerne drauf verzichten. Das Blei zerlege ich gerade. Ich glaube, da machen wir so. Die zwei Steine können raus. Dann hätte ich gerne Duct Tape hergestellt. Und den Stoff weggeschmissen. Ja, und was sich denn jetzt hier sonst noch so in dieser Wohnung verbirgt und wie ich das alles mitkriege, das machen wir da einfach in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Ja, Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.